Herzlich willkommen zu diesem Video zur Reihe PowerPoint 2016 Erste Schritte. Diese Videos richten sich an absolute Anfänger und deswegen zeige ich auch hier natürlich, wie man hier eine Präsentation auch als PDF exportieren kann. Wenn du die letzten Videos angeschaut hast, dann hast du ja gesehen, dass wir einige Videos hier dann gemeinsam gemacht haben. Und ich möchte jetzt diese Videos hier als PDF exportieren. Ich gehe jetzt hier auf Datei, klicke auf Exportieren. Hier PDF, XPS-Dokument erstellen, klicke jetzt hier drauf und es wird dann schon ein dementsprechender wird dann angezeigt praktisch, wohin ich diese PDF-Datei dann auch tatsächlich dann exportieren möchte. Ich habe hier mein Verzeichnis schon, hier habe ich einen vorgeschlagenen Dateinamen, den könnte ich jetzt hier dann verändern. Ich lasse ihn jetzt aber mal gleich und habe hier das Häkchen auch gesetzt bei Datei nach Veröffentlichung öffnen. Das heißt, nachdem man das dann gemacht hat, würde mir dann das PDF-Dokument dann auch zeigen. Ich klicke jetzt hier auf Veröffentlichen. Könnte hier noch ein paar Dinge verändern. Ich lasse das jetzt hier aber in der Regel aus. Ich möchte zum Beispiel sagen, ich möchte nur die aktuelle Folie zum Beispiel als PDF-Datei haben oder eine bestimmte Auswahl, wo ich dann sagen würde, zum Beispiel die ersten Folien von 1 bis 18 zum Beispiel. Ja. Könnte ich sagen, 1 bis 5 zum Beispiel, nur die ersten 5 Folien. Auswahl wäre, wenn ich vorher schon in der Präsentation einzelne Folien ausgewählt hätte. Ja, ich lasse das jetzt einmal auf Abbrechen, klicke auf Veröffentlichen. Du siehst schon, es wird dann hier bearbeitet. Ich hole jetzt die Präsentation bei mir hier ins Bild und hier habe ich dann die dementsprechende Präsentation als PDF-Datei. Hier war einen ganz schönen Überblick. Gut, danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.